Okay, ich glaube, das war's. Oh, der liegt ja schön. Schön entspannt, die Beine einmal hochheben. Und jetzt nochmal hier durch. Und wir sammeln ja alles. Und da wurde auch gleich nochmal gespeichert. So, das war's dann aber auch hier. Also wieder weiter. Das ist aber auch geil, wie sie sich erstmal fragen, wie kriegen wir es denn eigentlich die Treppe hoch? Ich weiß es nicht. So, Pfeile haben wir wieder voll. Das ist gut. Dann, die kann man gebrauchen. Und jetzt schön langsam und vorsichtig. Ach du Scheiße. Ich glaube, das war's. Kleiner Schockmoment gerade hier. Kommt der da oben rausgekrochen? Also im Ernst. Aha, was haben wir hier? Das Glas sieht zerbrechlich aus. Sie brauchen Feuer, um dieses Objekt im Brand zu setzen. Okay, wie wär's damit? Aha, linker Dingens. Rechte Dingens. Aha, also okay. Man muss hier echt eine Menge beachten, beziehungsweise kaputt machen, wenn man wirklich alles freischalten will. Transparente zerstört 1 von 5. So, gehen wir einmal hier durch. Ich tippe mal da drüben das Gas abdrehen. X drücken. Na, da bin ich aber gespannt. Der Escape. Ui. Ja. Ah, ich kann mir schon denken, was ich machen muss. Wir kriegen Damage, wenn das Gas da drin ist. Und da es ja Gas ist und wir diese Teile hier werfen können, ergibt eigentlich nur eins Sinn. Also, denke ich zumindest. Alter Vater, ja, ich hatte recht. Alter. Was ein Knall. Und da liegt er noch. Beende es. Aha, Maschinengewehr. Ja, machen wir mal lieber, bevor der jetzt hier gleich rumschreit. Fahr zur Hölle. Ja, bevor der jetzt hier rumschreit und irgendwie Hilfe ruft oder sowas, sind wir, glaube ich, damals auf der sicheren Seite. Ah, das ist noch ein Buch. Der Expedition. Trotz des Verlusts von 2 Frachtern durch starke Stürme ist die Expedition gelandet. Wir haben ein Kommunikationszentrum oben in den Bergen errichtet und mit dem Bau einer Basis an der Küste begonnen. Bei ersten Erkundungen wurden mehrere mögliche Ausgrabungsstätten entdeckt. Die Insel ist viel größer als zunächst angenommen und übersät mit vielen Jahrhunderten Geschichte. Die Identifikation der Ursache der Stürme kann langwierig und anstrengend werden. Aber im Erfolgsfall ist uns der Sieg in diesem Krieg gewiss. Und das ist ein alter Bericht aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Achsmächte haben hier die Stürme untersucht. Was haben sie gefunden? Da bin ich auch mal gespannt. So. No one leaves. Das steht überall. Also, hier scheinen nicht viele gehen zu dürfen. Da ist noch ein Geocache gewesen. Jetzt, Licht an! Boah! Alter, ich kann mich nicht bewegen. Boah, was ein Schock. Alter. Oh, wie viel hält er aus? Ach du Scheiße, da stehen ja Typen so dicht damit ran.
So, vielleicht einmal kurz hier rüberspringen. So, und einer sitzt noch unter mir, das weiß ich. Uiuiuiui. Boah, dieser Flash-Effekt, Alter, der hat mich... Also, ihr könnt euch vorstellen, wenn ich jetzt eine Facecam an hätte, hätte ich in Seite zu Seite gestarrt, weil es so hell war. Boah. Das Maschinengewehr habe ich auch gleich mal leer geschossen. Wo ist es denn hier? Einmal nachladen. Aber hier steht zum Glück noch einiges an Munition. Und jetzt erstmal hier alles looten. Denn das fände ich nett. Ich muss da oben, da unten lang. Okay, also werde ich jetzt... Ich werde erstmal kurz oben gucken, ob da noch was ist. Boah, diese Lichter. Die machen mich fertig. So, rüber da. Ah, da ist ein Lager. Krass, hier oben. Das ist ja verrückt. Gibt's hier noch irgendwas? Ne, ich glaube nicht. Also nochmal kurz an das Lager ran. Dann können wir hier nochmal eben die Skillpunkte verteilen. Überleben finde ich jetzt gerade noch nicht so gut. Gewichtheber können wir noch machen. Dazu brauchen wir Rang 2 in abgehärtet. Was ist denn abgehärtet? Hm, weiß ich noch nicht. Dann gucken wir mal, was wir hier noch machen können. Ah ja, genau. Halten Sie im Kampf mehr aus. Das finde ich gut. Ja, unbedingt. Sind wir halt ein bisschen überlebensfähiger in der ganzen Geschichte. Und dann auch hier nochmal kurz rein. Hier können wir gerade nichts mehr machen. Ja, okay, cool. Also das könnten wir auch noch ausrüsten. Aber ich glaube, ich bleibe erstmal kurz dabei, die Handfeuerwaffe hier auszurüsten. Oder beziehungsweise aufzurüsten, nicht mal auszurüsten. So, und das auch mit dem größeren Magazin. Das ist, denke ich, sinnvoll jetzt bei dieser höheren Schussfrequenz. Höheren Schussfrequenz, mein Gott. Moment, muss ich glatt mal einen Schluck trinken. Und so um 4 Uhr morgens, da kann einen auch mal die Stimme verlassen. Oder beziehungsweise das Sprachtalent hat ja mit der Stimme gar nichts zu tun. Aber das Sprachtalent. So, hier gibt's noch mehr. Messias wird uns befreien. Wovon? Dieser Insel? Ja, das glaube ich nicht. Ah, da ist wieder was zum Anzünden. Haben wir denn hier irgendwo was, wo wir uns die Fackel mal eben anmachen können? Da hinten. Oh, ich muss hier aber vorsichtig sein. Ha, wusste ich's doch. Oh, fuck. So. Boah, die kommen gerne mal von irgendwo. Waffenmodifizierung verfügbar, krass. Also es ist echt der Hammer, wie viel Zeugs wir hier bekommen. So, einmal anzünden und dann haben wir das auch. Haben wir schon mal 2 von 5. Na, das ist ja gar nicht schlecht. Ich hoffe nur, dass ich keine übersehen habe bisher. Jetzt gehe ich hier nochmal schnell hoch und hole mir noch diese Waffenausrüstung. Aufrüstung. Gott, Juvi, gewöhn dich dran, bitte. Denn ich denke, das ist sinnvoll, dass wir hier so gut wie möglich einfach equipped sind. Umso leichter fällt uns das Spiel. So, was können wir denn noch machen? Nicht genügend Material. Schade. Nicht genügend Material. Soll ich sonst hier auch schon mal was reinstecken, wenn es denn geht? Zusätzliche Kugeln. Das ging doch nicht. Also interessiert mich auch nicht, was es ist. Das Gas verringert den Rückstoß. Okay. Ach, warum nicht? Nein, wobei, geht doch gar nicht. Höhöh. Dann machen wir einfach ein größeres Magazin mit dran. Ist doch auch okay. Wir versuchen sowieso alle Waffen schön aufzurüsten. Das wäre das Beste. Ich glaube, hier drin finde ich den Bogen jetzt inzwischen ein bisschen uneffektiv, weil die wissen ja eh, dass wir da sind. Also dann mal mit einer Handfeuerwaffe. Na komm schon. Komm, Lara. Jawohl, gleich haben wir es. Ah.
Oh, sieht schon länger nicht mehr benutzt aus. Gut. Alex, bist du da? Ja. Die Konsole ist Schrott. Verdammt. Gut. Wenn hier kein Elektromarkt ist, dann musst du es manuell über die Wartungskonsole erledigen. Okay. Das klingt doch ganz einfach. Ja, dann, du musst sie erst mal finden. An diesen alten Türmen werden sie meistens oben angebracht. Ich meine, ganz oben. Schon wieder klettern. Großartig. Oh. Ja, da sind wir begeistert von. Oh, das scheint wieder so ein Grab zu sein, oder? Aber erstmal nehmen wir uns hier das Zeugs mit. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Außer das hier. Das scheint wieder... Oh, heiß. Ne, es ist kein Grab, hier geht's weiter. Ach du Scheiße. Oh! Jetzt duken, Lara. Das mit dem Turm muss jetzt aber klappen. Oh Gott. So, jetzt hier durch. Bam! Bam! Los jetzt! Puh! Eisig hier draußen. Schnee. Das ist doch nicht normal. Boah, so. Also sind wir jetzt wieder draußen und müssen jetzt auf diesen hohen Turm da klettern. Na geil. Das macht bestimmt Spaß. Und hier ist schon wieder ein Lager. Erzählt sie was? Nee. Okay, aber wir haben es entdeckt. Das ist das Wichtigste. Und jetzt hier rüber. Uiu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 i. Alter! Komm her! Ah! Wetter! Loslassen! Ah! Puh! Ne, da ist mir mal kurz das Herz in der Hose geblieben. Verdammt! Wie viele sind es? Viele. Versuch die mal von hier aus so gut wie möglich umzubringen. Na komm. ...68 Schuss haben wir noch, das ist doch durchaus human, oder? Was macht er denn da? Alter, lauf doch nicht so beschissen. So was Blödes. Lag da auch noch gerade was in der Ecke, ja. Bisschen Pistolen-Snipern heute hier. Ui. Da kommen noch mehr. Da. Na, noch jemand? Einmal schnell nachladen. Ich höre immer noch welche. Ich weiß nicht, ob ihr die auch hört. Ich bin relativ leise. Deswegen sitze ich hier gerade noch und warte einfach mal und ich höre Schüsse, die mir hier von der Seite kommen. Ah, da oben.
Da ist auch der andere. Ich sehe beide. Ah, fast in den Kopf. Sehr schön. Wird doch zum Sniper hier drin, ey. Also die Schüsse sitzen gerade echt gut. Ich glaube, das war's jetzt auch. So, können wir hier vielleicht auch noch rüber? Jawohl. Ach du Scheiße, von wo?